Hallo, ich komme zu meinem nächsten Pokémon Go Video und heute noch mit dem letzten Gameplay aus der Jahreszeit Welt der Wunder. Hier seht ihr noch im Hintergrund meinen Durchbruch, aber das ist schon aus der neuen Jahreszeit mit Lavita. Leider keinen guten. Ich wollte euch aber noch das letzte Gameplay zum einen der letzten Events zeigen mit Agrostella. Da habe ich das Gameplay dementsprechend noch nicht gezeigt, habe auch noch die letzte Questseite von Welt der Wunder, wo man nochmal Mini-Kobomons bekommen hat, abgeschlossen. Ich habe sogar auch nochmal ein Gala-Arktos gefunden. Ihr wisst aber sehr wahrscheinlich, was passiert. Es wird flüchten. Ich bin ja immer noch dabei, den Meisterball zu machen. Ich hoffe, ich kriege den bald. Ihr könnt ja gerne auch reinschreiben, wie es da bei euch läuft mit dem Meisterball. Wie weit ihr da seid. Ansonsten natürlich auch gerne wieder ein Like da lassen, wenn es euch gefällt. Und gerne reinschreiben, wie es bei euch gelaufen ist. Hattet ihr nochmal Glück mit Shinies und 100er? Ansonsten, wenn ihr das Video seht, ist an dem Tag dann auch der nächste Community Day mit Viscora. Ich hoffe natürlich, ihr kriegt das, was ihr an dem Tag bekommen wollt. Ansonsten habt ihr ja gesehen, hier gab es ja Nidoran und so beide Formen, weiblich und männlich. Die braucht man tatsächlich auch für eine Sammlerherausforderung. Wenn man die nicht so bekommen hat, hatte man durch die Quest die Möglichkeit, die abzuschließen. Hier zeige ich euch auch gleich, nachdem ich die Bonbons abgeholt habe und so, wie ich die Sammlerherausforderung abhole. Wobei, da war auch eine wieder mit Raids machen. Das war natürlich nicht verkehrt, weil da konnte man natürlich dementsprechend ja sich mit Drachen-Pokémon in 1- und 3-Stern-Raids messen. Die war jetzt auch nicht so schwierig. Gab auch schon schwierigere Sammlerherausforderungen mit anderen legendären Pokémon, die man fangen musste. Also von daher ist das aus Raids nichts Neues. Jede Menge Gastella, die wir fangen konnten. Ich hatte natürlich leider das Glück nicht, das in Shiny zu halten bisher. Ich hoffe, ihr hattet natürlich mehr Glück. Genau, das wurde dann neu eingeführt. Es gibt ja im Moment eh viele neue Shinies, die eingeführt werden. Im Moment, das ist ja immer so zu dieser Zeit im Jahr, wenn das Go-Fest immer näher rückt, werden einige Pokémon schon vorab als Shiny für uns ins Spiel gebracht. Und so, und natürlich auch die anderen diversen Pokémon, die noch in Shiny fehlen aus diversen Regionen, kommen dann natürlich irgendwann zum Go-Fest, damit man so ein bisschen Anreiz hat, ein paar neue Shinies zu fangen. Genau, das ist natürlich immer schön. Ich hoffe natürlich, ihr kriegt dann dementsprechend das Wunsch-Shiny, was ihr dann vom Go-Fest haben wollt. Ja, genau. Aber natürlich klar, vorher haben wir noch dann ein anderes, weiteres Event, was dann ansteht mit Krabox vom Go-Fest. Natürlich ist das erst im nächsten Monat, wir wissen noch nicht alles, was passiert, aber einige ja, Events vorher sind noch okay und gut, die wir vielleicht noch spielen wollen, weil wir da noch ein bisschen ja, das ausnutzen wollen, was kommt. Zum Beispiel weiß ich nicht, ob es für meine Community, in dem Sinne meine Raid-Gruppe interessant ist, Ho-Oh zu machen, aber tatsächlich, ich bräuchte noch einige Ho-Oh-Raids, weil ich da noch XXL-Bonbons bräuchte. Schauen wir mal, genau, weil, ja, das ist halt so. Der kommt aber genau auch dann in die Raids, wenn es den nächsten Elite-Raid mit dem Mega-Rayquaza gibt. Vielleicht kann man ja die Leute motivieren, Mega-Rayquaza zu machen und sagen, hey, komm, wir machen dann auch noch, wenn wir noch Ho-Ohs finden, ein paar Ho-Ohs, dass ich doch XXL-Candies bekomme. Ansonsten seht ihr ja hier, was in diesem Event war. Ich hatte ja auch wieder alle Tickets, die man kaufen konnte, gekauft, alle Quests gemacht und da gibt es dann jede Menge Gastella hier, die ich fangen konnte. Aber wie gesagt, leider kein Shiny gefunden. Aber ich wollte euch trotzdem noch zeigen, wie es bei mir gelaufen ist. Auch keinen guten, kein 100er. Wie gesagt, ich hoffe, bei euch ist es besser gelaufen. Genau, und ansonsten ja, gibt es dann auch, wie gewohnt, beim nächsten Video Update zum Community Day, wie es da gelaufen ist. Mir wurde schon wieder das 99 Cent Ticket geschenkt. Dafür auf jeden Fall ein Dankeschön. Ich werde natürlich den Inhalt zeigen und dann muss ich auch noch von Diancie die Quest auch noch demnächst im Video zeigen. Also jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen mehr Pokémon Go Videos. Das ist auf jeden Fall für die, die mich wegen Pokémon Go abonniert haben, hoffentlich sehr freudig. So, das war's dann. Dann fangen wir noch das letzte, nehmen diese 4 Pässe mit, die Flügel von Agoyon und dann bedanke ich mich doch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und danke für alle, die mich weiterhin supporten. Und sehen wir uns auch hoffentlich auch im nächsten Video oder Livestream wieder. Und damit ciao, ciao, bye, bye und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal.